Es wird einfach so eine Panik geschoben. Jeder schickt jedem irgendwelche Sprachnachrichten von irgendjemandem in meiner Klasse, von irgendwelchen Müttern, von irgendwelchen Mitarbeitern, an meiner Mutter gerade, von einer Bekannten, die eine Bekannte hat, die irgendwo bei einem Autokonzern arbeitet. Und da waren anscheinend jetzt irgendwelche Politiker und Deputaten und keine Ahnung was und haben eine Vorsitzung gemacht und dann gesagt, dass nächste Woche plötzlich alles schließt und kein Essen mehr in die Läden kommt, weil die Lieferanten ja auch genauso wie wir zu Hause bleiben müssen und Angst haben und da keine frische Ware mehr reinkommt. Die machen richtig Panik. Genau, und heute 1, 2, 3 Gedichte geschrieben und noch ein paar Texte. Und ich habe ein Buch weitergelesen. Ich habe, glaube ich, insgesamt 6 Gedichte oder so geschrieben. Genau. Und jetzt lese ich gerade ein Buch. Ich bin so weit. Also, okay, das ist jetzt ein bisschen andersrum. Das habe ich gelesen, das ist mir noch übrig. Also ich mag so eine Art von Schrift, die halt nicht so ganz klein ist. Und ich muss sagen, ich finde, ich weiß jetzt nicht, wie lange Corona geht. Ich glaube, so ein paar Monate. Aber ich habe echt gemerkt, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt oder nicht, dass meine Aufrufe echt ein bisschen nach unten gegangen sind und meine Abonnentenanzahl, also nicht nach unten, sondern dass sie kaum gewachsen ist. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass Corona ist, obwohl die Menschen ja eigentlich dann zu Hause bleiben, also die Mehrheit. Sie sind ja nicht alle in Quarantäne und in Quarantäne kann man ja auch immer noch Handy gucken und so und keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich konzentrieren sich alle nur auf andere Dinge. Wir waren unterwegs, wir haben Filter gebraucht, wir haben für die Suppe morgen, die meine Mutter macht, was gebraucht, Sauerkraut und Karotten. Und alles ist leer, wirklich. Also diese offensichtlichen Sachen sind leer. Natürlich kann man immer noch was finden, was man essen kann, aber diese ganzen Konservierungsdosen und so weiter, Klopapier, Küchenrollen. Alle Hygieneartikel sind weg. Also, es ist echt unglaublich, was mit Menschen abgeht. Und keine Ahnung, wenn man so draußen ist, fühlt man sich so. Also, ich habe nicht während dem Zweiten und auch nicht während dem Ersten oder überhaupt während irgendeinem Weltkrieg gelebt. Aber es ist irgendwie so eine Situation, als ob alle so hungrig wären draußen, alle irgendwie so rumlauern nach etwas Essbarem. Und jeder dich irgendwie hungrig anguckt. Keine Ahnung, es ist eine komische Situation. Jeder guckt jedem in die Taschen, wer wo was eingekauft hat und wer wo was gefunden hat. Also, das ist echt komisch. Zum Beispiel haben wir nachgefragt bei einem Verkäufer, wann jetzt irgendwie neue Ware kommt. Also, ja, eventuell am Mittwoch. Und Corona ist ja jetzt schon seit, keine Ahnung, 2, 3 Wochen. Und ich frage mich, warum die es nicht auf die Reihe bekommen haben, einfach mal mehr zu bestellen und einfach mehr zu produzieren, die Produzenten eben. Ich verstehe das halt einfach nicht. Also, wenn jetzt so ein Notstand ist, braucht man doch mehr, wenn sie sehen, dass so eine Panik herrscht. Vielleicht ist es aber, wie wir denken, so ein Mittel an die Käufer, dass die Käufer sehen oder dass wir sehen, wir sind ja die Käufer, dass alles so schnell ausverkauft ist und dass man dann schnell immer alles kaufen muss. Dass sie halt wollen, dass alles schnell verkauft wird, weil man dann Angst bekommt, dass man es das nicht mehr kriegt und so. Genau, also man trifft ständig Leute draußen, Bekannte, die rumlaufen auf der Suche nach Toilettenpapier. Heute unser Nachbar, der, ich habe den gar nicht wiedererkannt, also der ist so, keine Ahnung, 65, 70 und also der sah echt so aus, als ob der irgendwie 2 Wochen im Wald rumgelegen
hätte. Also der war so richtig mit Bart verwachsen und Augenringe. Und wir dachten echt, das ist ein Obdachlose. Und dachten so, hä, wieso geht der jetzt hier rein? Dann waren wir mit dem im Aufzug und dachten so, ja, jetzt Corona. Der sieht echt ungesund aus. Also der hat so eine komische Sprache gesprochen, keine Ahnung. Hat sich angehört wie Bayerisch, aber war es auch irgendwie nicht. Oder zumindest irgendwie ein Teil davon, keine Ahnung. Also, ah, Klopapier bekommen wir jetzt hier nicht über. Ja, no. Dann hat er so auf mich gezeigt und gesagt, ja, die kenne ich schon seit du 2 bist. Du warst so klein. Hier wohne ich ja schon seit 14 Jahren. Und deswegen kann ich mir schon ausmalen, wie alt du jetzt bist. Ha, ha, ha.